Ja. Sehe ich auch so. Ich brauche irgendwas, um hier reinzukommen. Noch eine Erhebung. Vielleicht ist hier... Ah, genau das. So, dann legen wir es hier rauf. Ah, hier drauf. Yoshi, und dann... Und dann... Kann ich hier rein? Okay. So funktioniert das. Ich darf den Yoshi sogar behalten. Okay, vergesst das mit Yoshi behalten. Und das ist der rote Switch Palace. Machen wir mal einen Abstrich hier nach draußen. Warum das gleiche nochmal jetzt? Jetzt haben wir aber keinen Trampolin, oder? Hatten wir am Anfang ein Trampolin? Ist das das große Gimmick, dass wir das gleiche nochmal machen müssen, aber ohne das Item dazu? Ich weiß es gar nicht mal mehr. Okay. Ich hoffe, das ist die Lösung. Bring mich nicht wieder zurück zum Anfang. Er bringt mich zurück zum Anfang. Aha, okay, Moment. So läuft das hier, oder? So läuft das hier. Okay. Ich verstehe. Und vermutlich braucht er das? Ich weiß noch nicht wofür. Oder so? Ach so, ja klar, um da durchzukommen. Ist ja auch logisch. Okay, das wird jetzt etwas schwieriger, aber ich sehe eine Möglichkeit. Nee, lass mich nochmal... Nein, aber ihr versteht, glaube ich, worum es hier geht. Er soll es nicht kaputt stampfen. Ich will mich treffen lassen. Hm. Muss der Yoshi vielleicht mehr nach da? Nein, doch nicht. Okay, Moment. Moment. So, so. Wünsch mir Glück. Es ist einfach durch ihn durchgegangen. Ich muss doch irgendwie mit Yoshi hier durchkommen. Ich habe eine andere Idee. Oder? Habe ich eine andere Idee? Ich glaube, ich habe doch keine andere Idee. Kannst du mal hier runterkommen? Nein, es geht auch nicht. Ich muss mich hier irgendwie von da oben treffen lassen. Ha. Okay, warte mal. Triff mich mal, wenn ich auf Yoshi drauf bin erst. Oh, wieso zählt das nicht? Voll gemein. Ich muss Yoshi mehr an die Spitze hier. So vielleicht? So. Nein, warum zerstampft er das? Er trifft dort nicht mal. Jetzt sterbe ich mit Yoshi. Das ist doch eine Verarsche. Moment. Das darf doch gar nicht passieren. Nein, komm schon, bitte. Sieht so machbar aus, aber irgendwie klappt das auch gar nicht. Komm schon. Irgendwas muss doch hier gehen. Jetzt bin ich verzweifelt. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter hier. Ah, okay, nein, das kann auch nicht die Lösung sein. Oder doch? Moment. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Wieso sterbe ich dann hier?
ich hab's. Ich habe mich durch die Wand gebackt. War das die Lösung? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Irgendwie hat das geklappt. Jetzt habe ich nur nicht mehr so viel Zeit, aber ich glaube... Okay. Warum können wir hier lang? Für Super Slowdowns. Okay. Wir können es auch einfach sein lassen und das Ding drücken und dann fertig. Eins. Okay, sehr skurril, wenn ihr mich fragt. Sehr skurril. Okay, aber hey, wir haben den roten Switch Palace. Damit haben wir jetzt zwei Stück. Wir haben jetzt gelb und rot. Leider brauchen wir für das Schloss oben den blauen. Den haben wir nicht. Das heißt, wir suchen bald fleißig weiter. Jetzt würde ich sagen, können wir ja die nächste Welt betreten. Die dritte. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir kriegen sogar einen roten Yoshi noch gratis mit dazu. Dritte Welt, haha, sieht so aus. Aha. Donkey Kong Country Musik diesmal. Auch komponiert von französischen Komponisten. Okay, let's go. Was ist hier los? Das ist immer das Coole an diesem Spiel. Ich sag mal in Anführungszeichen das Coole. Man kommt in ein Level rein und wird sofort erschlagen mit sowas hier. Was ist das denn? Okay, vergesst Yoshi. Ich weiß nicht, warum das hier so am Beben ist. Irgendwas hat das mit den Steinen hier auf sich. Vielleicht soll ich hier doch mal Yoshi noch mitnehmen. Ist jetzt nicht... Jetzt habe ich hier den Weg freigemacht. Ich glaube, die Levels sind halt gar nicht darauf angelegt, dass Yoshi jetzt mit am Start ist. Was ist denn jetzt los? Aber was soll's. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Okay. Beep, beep, beep. Neuer Yoshi. Guck mal, das Spiel will sogar, dass ich Yoshi habe. Ich habe jetzt halt den roten Yoshi. Das ist vermutlich das Coole an der Sache. Ja, das ist ein cooler Spaßfaktor, einfach Beben und Slowdowns einzuführen. Ich renne jetzt einfach durch. Kein Bock mehr auf alle Essen. Okay, das geht wieder runter. Aber ich muss hoch. Wie mache ich, dass ich hochkomme? Na, vielleicht so. Ui, okay. Komischer Sand oder was auch immer das ist. Aber ja, das war ein Level. Ein bebendes Level. Yeah, macht das Spiel kaputt. Gut, da haben wir ein Level mit dem Secret Exit. Ich glaube, das Ding will mir sagen, dass ich die Lava hochrennen kann. Und es stimmt, ich kann wirklich die Lava hochrennen. Danke. Doppeldanke. Okay, drei brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, ich muss auf ihm hier rumbalancieren. Also mit Cape geht das sogar. Einigermaßen. Ohne wäre es eine fiese Angelegenheit gewesen. So, jetzt will ich nur mal gucken, ob ich da runter soll. Könnte ich, ja. Ich kann aber auch oben lang. Irgendwie ist da unten nämlich immer noch Action. Also er ist noch da. Und da ist ein Schlüsselloch. Bräuchte ich einen P-Switch? Da ist er auch schon. Jetzt brauche ich nur einen Schlüssel. Könnte es sein, dass ich einen... Moment, Moment, Moment. Ich lasse den mal hier, für den Fall, dass ein Schlüssel kommt und ich damit zurück muss. Nebenbei gibt es hier sehr viel Leben für mich zu verdienen. Da hoch, ja, wie soll ich denn da hoch? Achso, das hoch. Seitlich hoch. Vielleicht muss ich ja nochmal mit dem Schlüssel zurückkommen. Vielleicht finden wir hier einen Schlüssel. Ach, da ist der. Was haben wir jetzt hier? Das Level geskippt oder was? Came. Was? Boah, ist das lang. Das ist ein langes Level.
Das ist sehr cool. Ich rewind mal trotzdem, weil ich keinen Bock habe, den Weg nochmal zurückzulaufen hier. Komm her. Gut, hat sich jetzt nicht so gelohnt, finde ich, da runter zu gehen. Da hoch, meine ich. Wie schaffe ich es jetzt mit dem Schlüssel zurück, aber... Das Ding scheint hier noch da zu sein. Ich verdiene hier weitere One-Ups. Entweder ich gehe hier lang oder ich gehe zurück. Kann ich zurück? Ich kann zurück, glaube ich, ja. Okay, diesen Berg. Bergauf ist ein bisschen komplizierter. Also diesen Berg jedenfalls, nach links. Aber müsste ja drin sein. Okay. Es wird einfacher, wenn wir einmal hier drüber sind. Okay, fliegen so etwa können. Ist er noch da? Ja, boah, also das muss ich sagen, der ist echt dabei und lässt einen nicht hängen und die spawnt auch nicht. Also es spawnt nicht weg, wenn man zu weit aus dem Bild raus ist. Okay, irgendwann haben wir es. Achso, ich kann ja so machen. Ich kann ja... Der rutscht automatisch nach links. So, das war ein kleiner Akt, aber das war es irgendwie wert. Jetzt müssen wir nur leider nochmal das Level spielen. Also ich glaube, das Level, was da oben ist, guck mal, ich zeig's euch nochmal. Ich glaube, das mit dem R dran, das ist mal so für, ne, das schaltet uns die Star Road frei, dass wir wieder zurück auf die Hauptwelt kommen können. Das war ja eben auch so. Jetzt müssen wir es aber nochmal machen. So, ist leider ein Level, wo ich nicht mit eigenem Tempo hier durchkomme, wie ich Bock habe. Ich bin auf diesen Kerl hier angewiesen, die ganze Zeit. Gibt schöne One-Ups, aber die können mir in so einem Spiel hier echt egal sein. Ha, scheiße. Komm. Komm. Okay, jetzt muss ich mal kurz das nicht machen, das ist super. Hier schon. Ich meine, ich hätte auch fliegen können, aber ich glaube, das hätte langfristig nichts gebracht. Ja. Komm. Berg ist immer am schwierigsten, aber jetzt haben wir es. Und darauf. Okay. Bis hierhin sind wir gekommen eben. Den brauche ich nicht mehr. Toll, ich wollte den wegwerfen. So. Nett, dass es hier Yoshi-Coins gibt. Wenn ich 5 sammle, dann erhalte ich ein Leben. Während ich hier nebenbei hunderte Leben gefühlt schon am Sammeln bin. Ah, komm. Ich dachte, ich würde den noch kriegen. Komm. Ist zumindest... ein interessantes Level-Konzept. Und irgendwie funktioniert das auch. Auch wenn das ohne Safe-Sets wahrscheinlich undenkbar zu spielen wäre. Rüber da. Okay. Ta-da. Haha, okay, den 3-Up-Mond, den kriegen wir nicht mehr, aber was soll's. So sieht das nämlich aus hier. Okay. Das bringt uns erstmal hier hin. Also ist noch eine ganze Weile dahin. Ja, dann lass mich doch mal das eine Level hier spielen und gucken, ob man damit wieder zurückkommt. Okay, man wird niemals diese Cave-Musik satt. Warte mal. Aha, ich dachte, ich könnte da hochfliegen. Aber das geht nicht. Das wäre ein bisschen zu einfach geworden. Ich kann nicht die Seile einfach hoch. Warte mal, Blags an Land? Das funktioniert? Das ist ja frech. So, sollten die eigentlich nicht eingesetzt werden. Okay, weg mit dir, damit du mich hier nicht nervst. Hier kann ich auch nicht hoch. Vollblume möchte ich eigentlich nicht so. Oh, was? Was war das für ein Boost? Okay. Das war ja völlig verwirrend gerade.
Moment, muss ich jetzt da hoch oder was? Aha, hier ist nichts. Aber cool, dass ich dahin kann. Ja, ich glaube, die denken oft einfach nicht mit, dass man auch über alles drüber fliegen kann oder springen oder was auch immer. Und bauen die Sachen einfach so, dass man da weiterkommt. Ich steck fest. Was? Moment, runter? Ja, hoch? Nein? Okay. Muss man ja auch erstmal wissen. Was ist das hier? Was ist das hier für eine unsichtbare Sache? Guckt euch an. Das ist auch doof. Muss ich den drücken? Okay, wenn ich den drücke, dann komme ich durch. Gegen diese unsichtbare Kraft irgendwie. Ach ja, da fällt man ja durch. Ich meine, es sind Seile, die sind anders programmiert, als man sie kennt. Jetzt muss ich hier lang, oder? Weil ich würde jetzt nicht verstehen, wie das hier gehen soll, wenn ich jetzt nicht einfach hier hochfliegen würde. Also ich check die Lösung nicht. Das ist jetzt für mich die Lösung. Ach so, da ist ein Cooper, aber der ist eben nicht gespawnt. Okay. Ja, okay. Was auch das für ein komisches Zeug da ist. So, jetzt nicht, dass ich noch in die Wand gepusht werde oder so und dann sterbe, aber ich glaube eigentlich sind wir auf der sicheren Seite. Level ist geschafft. Kann ja, selbst wenn man im Ziel ist, nicht mal mehr sicher sein. So, und tatsächlich führt uns das zurück. Damit könnte man die Welt wieder verlassen. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, auch machen wir beim nächsten Part weiter. Hier ist noch ein Level mit Secret Exit. Diese coole Donkey Kong Country Musik-Welt, die irgendwie so eine Cave-Welt, glaube ich, darstellt. Weil wir haben nur Cave-Musik und Cave-Thema gehabt. Mit Lava. Teilweise. Okay, dann schreibt beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.